Leute, der Horror hat eine Krise. Das komplette Team Seth sitzt in der Ecke. Man kommt Outlast 2. Und PewDiePie, ja, wer es nicht weiß, so ein kleiner YouTuber, der kriegt natürlich die Demo zum Spiel. Und da frage ich mich halt so, was ist denn mit mir? Was ist mit Seth? Ich bin doch auch cool, oder nicht? Oder nicht? Aber vielleicht haben mich die Entwickler aufgrund 1 bis 2 zum Glück überhaupt nicht penetranter Nachrichten schon blockiert oder sowas. Oder es stehen halt einfach bald mal ein paar Gorillas vor meiner Tür, die mich mal ordentlich durchwackeln. Aber auf jeden Fall nutzen wir die große Lücke vor dem Sturm und spielen Eine finstere Nacht. Und ja, wir hatten bereits das Vergnügen, da aber immer wieder Anfragen kommen und ja, ich mit dem alten Projekt so überhaupt nicht mehr zufrieden bin, würde ich sagen, schauen wir da einfach nochmal rein. Hey, tut mir leid, aber ich glaube, es wird ein bisschen später, als ich erwartet habe. Ich weiß nicht genau wann, aber ich werde dich auf jeden Fall anrufen, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Okay, dann sehen wir uns bald. Bin ich erschöpft. Ja, mein lieber Freund, ich glaube, das haben Überstunden so an sich. Meine Hände sind etwas ledrig. Eventuell sollte ich mal die neue Super-Duper-Handcreme meiner Freundin ausprobieren. Aber nein, Freunde, ich bin ein Mann. Und schließlich habe ich so etwas nicht nötig, genauso wenig wie meinen Bildschirm von dem Staub zu befreien. Und genau aus diesem Grund gehe ich jetzt mal flugs in die Küche und mache mich auf, um noch vielleicht etwas Kaffees diebitzen zu können. Oder ich überlege es mir kurzfristig anders, denn ich muss erstmal das lesen. Ich kann und außerdem interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, Freunde, da fühlt man sich doch glatt wie zu Hause. Was haben wir denn hier? Interessant, ja? Das macht durchaus Sinn. Ich würde vielleicht vorschlagen... Da steige ich überhaupt nicht durch. Oh, die gute alte Plastikjacke. Oh, ist etwas eng um die Brust. Aber Leute, keine Sorge. Da wachsen wir auf jeden Fall noch rein. Wobei man sagen muss, dass mein Platz auch mal wieder aufgeräumt werden könnte. Hide. Verstecken. Wovor soll ich mich denn verstecken? Steht mein Chef plötzlich in der Tür? Also Seth, das ist eine absolute Unverschämtheit, dass sie sich hier Überstunden erdreisten. Ja, tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor. Nun gut. Gibt es hier vielleicht ein paar brauchbare Utensilien? Nein, Seth, wo denkst du hin? Wir befinden uns doch in einem Büro. Ich sehe schon, du bist perfekt ausgestattet hier. Jedes Regal macht Sinn. Danke auch dafür. Beeil dich nur nicht zu sehr mit dem Aufmachen, ne? Wir wollen ja auch nicht produktiv sein. Wir wollen ja auch nicht nach Hause, okay? Schließ den Scheiß bitte. Nun gut, Leute, dann holen wir uns vielleicht mal unseren schwarzen Nektar. Oder wir gucken erstmal da rein. Roberts Büro. Interessant. Das war doch vorhin noch nicht da. Ich wundere mich, wo er hingeht. Wieso wunderst du dich? Alter, es ist mitten in der Nacht. Du machst freiwillig Überstunden. Warum wunderst du dich, dass kein Mensch hier ist? Einmal ist er da und plötzlich verschwindet er und hört einfach auf, zur Arbeit zu kommen. Das nennt man Urlaub, mein Freund. Das würde dir vielleicht auch gut tun. Okay. Du bist nicht gerade einer von der intelligenten Sorte, oder? Naja, da kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Oder doch? Guck mal hier. Der Notausgang ist verschlossen. Sehr gut. Alles klar. Ja, Leute, das sorgt für weniger Erklärungen hier und da. Wenn die Leiche bei einem plötzlichen Brand vollständig verbrennt, kann sie nicht von diversen Sicherheitsmängeln berichten, oder? Hallo? Na? Warum ist keiner hier? Wer röchelt da? Versteht das irgendwie nicht. Ach so, wir sollen Kaffee holen. Ja, ich habe das schon fast wieder vergessen. Das ist eigentlich das Erste, woran man denkt. Also, wenn ich hier arbeiten würde, würde ich das den ganzen Tag machen. Würde ich da die ganze Zeit stehen. Okay, wir sind für die Firma Webcom beschäftigt. Der Meetingraum ist auch am Start. Eigentlich ist es hier ganz schön. Mal sehen, ob ich das in 10 Minuten auch noch sage. Hier sieht es ja verdammt nach Kaffee aus, oder? Ich meine, ich kann mich auch irren. Oh, ich sollte lieber zurück an die Arbeit gehen. Halt doch voll der Prothesenarm. Aber Leute, ist der Finger oben, wird man mich loben. Und ich habe das Gefühl, die Gehaltserhöhung wird bald flugs ins Haus flattern, oder? Da ist sie schon. Die kommt per Fax übrigens. Ja. In den anderen Etagen scheint auch noch jemand am Start zu sein. Der will auch gerade was drucken. Ist leider das Papier alle. Das hat er noch nicht so... Ich sehe dich.
Was ist das? Wann habe ich das geschrieben? Ja, überhaupt nicht. Also ich meine, normalerweise fange ich meine Dokumente nicht so an. Hallo? Was? Kann ich hier aufstehen? Oh. Ja, ich kann aufstehen. Willst du nicht erstmal deinen Kaffee trinken? Ach, du hast schon ausgetrunken. Alles klar. Halt. Was? Kannst du vielleicht damit aufhören? Der Daumen der Verdammnis, Mann. Ja. Das ist so der Experten-Move auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr schön. Kann ich vielleicht... Oh, hier. Guck mal. Ein Zettel. Ich habe ein paar Untersuchungen angestellt. Die gehen zurück auf die Seite meiner Mutter. Ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber es hat sich herausgestellt, dass sie meine Großmutter war. Urgroßmutter war. Ich weiß nicht, was sie will, aber sie hat richtig schlimme Sachen zu ihren Lebzeiten getan. Deine Urgroßmutter, Alter. Was tut denn eine Urgroßmutter Schlimmes? Hat sie Salz in die Kekse reingemacht statt Zucker oder was? Aber erinnere dich, das Licht ist ihre Schwäche. Okay. Gut, dass wir auch darüber mal gesprochen haben. Kann ich hier wieder blubbeln? Ja, ich kann wieder blubbeln. Hi. Oh, da draußen brennt noch Licht. Wir müssen tatsächlich noch ein paar Gestalten am Start sein. Ey. Na? Macht ihr den gleichen Fehler wie ich? Mit zwecks Überstunden und so weiter. Alter. Ja, nach Kaffeegenuss zieht es mich doch in der Tat auf die Toilette. Auf der ich ungestört sein will. Hallo? Hi? Liegt hier eine Wurst? Nein. Da liegt ein Schlüssel. Ich bin gespannt, was in der anderen liegt. Kein Schlüssel. Sollte ich mich jetzt wundern, oder? Okay, ich nehme das mal. Der ist da ein bisschen braun noch. Schmeiß den hier wieder zurück und betätige die Spülung, bitte. Ja, ein Schlüssel. Können wir den jetzt bitte wegstecken? Dankeschön. Hätten wir das auch geklärt. Automatisierungsprozesse. Sehr gut. Ich habe den Schlüssel zu Roberts Büro. Wieso ist der in der Ich meine, was für... Das ist doch Mobbing, oder? Das ist doch Mobbing am Arbeitsplatz. Leute, seien wir doch mal ehrlich. Und warum kann der sein Büro abschließen und ich nicht? Ich würde es auch können. Warum hat der Privilegien? Los, Roberts, geh. Ja, mach die verdammte Tür auf. Okay, gehen wir hier. Herein. Ich würde dich ja gerne durch den Notausgang reinlassen, aber der ist leider zu. Tja, scheiße, ne? Hier war doch gerade irgendwas. Nein, ich will mich hier nicht verstecken. Och Mensch, geh wieder raus da mit deinem komischen Daumen. Was hast du denn überhaupt für... I hear knocks on the door. Ich höre ihr Klopfen an der Tür. Sie kommt näher. Ein Geist oder der Teufel in einem Gewand oder was heißt denn das eigentlich? Oh, ich kann hier, please log in, Username, ja, das weiß ich aber gerade noch nicht. Nein, ich will die Notiz nicht. Verdammte Axt! Wo klingelt's? Telefon? Ja, Devil in Veil. Ja, ich hab das gerade schon gelesen. Hast du es wieder vergessen? Ja, können wir jetzt... Oh, der hängt doch überall fest. So, da, hier ist doch schön. Ach Mensch, Robert, was soll das denn? Was macht denn der hier für Sachen in seinem dunklen Büro? Das Telefon klingelt. Sie rufen leider außerhalb der Geschäftszeiten an. Wir sind nicht zu sprechen, außerhalb der Geschäftszeiten, habe ich gerade schon mal gesagt. Aber hier... Ja... Du siehst mich. Das hast du gerade heraufgeschrieben, oder? Dann hast du das Dokument gelöscht. Wehe, du hast es nicht abgespeichert, mein Fräulein. Großmütterchen, bist du wieder am Start? Tust du auch zu Todeszeiten ganz, ganz schlimme Dinge, über die ich mir Sorgen machen müsste? Sicherheitsdienst! Sicherheitsdienst! Die Vandalen sind wieder am Start. Was soll das denn? Und ich muss den Scheiß jetzt wieder wegräumen, ja? Ich meine,
Denkt ihr, das macht mir Spaß? Oh ja, oh ja. Also wir haben uns ein richtiges Konglomerat an Besteck auf jeden Fall geleistet. Da ist für jeden was dabei. Fast ausschließlich Gabeln. Ja, die Messer kommen immer weg. Da schließen sich die Arbeiter mit in ihren dunklen Büros ein und kommen dann auf einmal nicht mehr wieder. Ich meine, kein Grund zur Sorge. So, nachdem wir diesen Scheiß jetzt hier mal erledigt haben und leider immer noch keine Gehaltserhöhung. Oh, die Zuckerbitas. Dankeschön. Gibt es hier vielleicht was Essbares? Nein. Ein kleiner Hufladen und ein Plasteburger. Mir ist gerade der Hunger vergangen. Können wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? Oh, ich hatte genug Kaffee. Ja, bist du dir absolut sicher? Ich glaube, du solltest vielleicht noch einen trinken. Kannst du vielleicht nochmal auf der Toilette nachgucken? Ob da vielleicht wieder ein Schlüssel liegt? Ach, es war Kindergeburtstag. Ja, Tag der offenen Tür oder so. Tag der besoffenen Tür. Ich sollte mir das nächste Mal, wenn ich Überstunden mache, hier irgendwie ein alkoholisches Getränk mitnehmen, um mir die Zeit etwas zu versüßen. Ah! Oma! Was? Hat dir die Torte nicht gefallen? Was ist denn los? Was haltet ihr mich hier eigentlich die ganze Zeit von meiner Arbeit ab? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist denn hin? Robert? Sicherheitsdienst? Ah! Ah! Irgendjemand da? Boah, was ist mit meiner Optik los, Alter? Ich habe was ganz anderes als Alkohol eingenommen. Wie die angefahren kommt, ey. Nein, das machen wir mal nicht, ne? Boah, ey, da wird mir gerade ein bisschen schlecht. Hör mal bitte auf damit. So, die Tür ist zu. Jetzt kann ich hier sitzen und an meinen Nägeln kauen und hoffen, dass sie bald wieder weggeht. Aber was ist denn das hier? Lass das. Mir wird kotzübel. Ich will meinen Bericht fertig. Dankeschön. Dankeschön. Du kannst es. Das ist nur ein Knopf, den du betätigen musst, oder? Um die Kacke hier auszustellen. Robert, darf ich mir vielleicht mal dein Brettspiel ausleihen? Mir ist ein bisschen langweilig geworden. Irgendwer löscht ständig meine Dokumente und klingelt. Check my drawer. R. It's a note. Mein Gott, hast du eine beschissene Handschrift, Alter. Und auf sonderbare Weise geht dieser Schrank, der eben verschlossen war, auf. Ach, machen wir jetzt hier eine Schnitzeljagd oder was? The light is your friend. Ja? Wie hast du... Moment. Ist das eine Steinplatte? Oder wieso habe ich die Taschenlampe gerade nicht gesehen? Oh, eine Taschenlampe. Hätte es bitte nicht ein Laserschwert sein können? Keine Batterien. Vielleicht sollte ich nach einer nachsehen. Ja, das Büro ist leider nicht so gut ausgestattet. Das haben wir schon festgestellt. Also, mit Batterien ist schwierig hier, oder? So, liegt hier meine Gehaltserhöhung vielleicht schon drinnen? Nein, liegt sie nicht. Gut, Leute, wir müssen auf Batteriesuche gehen. Oma! Hast du fertig gebacken? Mich hungert's leicht. Ich hatte keinen Kuchen zu meinem Kaffee. Finde ich ein bisschen scheiße. Aber wenn du hier schon nachts durch die Gänge schleichst, dann mach dich doch bitte ein bisschen nützlich. Batterie, gib mir die. Oh, Batterien. Ja, steck sie dir in deine Arschtasche. Dankeschön. Jetzt guckt er sich die an. Ja, Battery used. Sehr gut, benutzte Batterien. Die sammle ich auch prinzipiell. Mal hier vielleicht in den Schränken. Nein, haben wir nicht. Noch so ein dunkles Büro. Ich mache hier einfach mal überall Licht an, oder? Das ist doch sympathisch. Das ist doch gleich viel lebendiger hier alles. Oh, hier kann ich mich... Oh, hier, noch eine Batterie. Dankeschön. Oh, picked up Batterie. Ja, los. Just, ich habe nur gebrauchte Batterien. Sehr schön. Vielleicht ist noch etwas Saft drauf. Für die Taschenlampe sollte das eigentlich immer noch ausreichen, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, da haben wir keine mehr. Haben wir da unten vielleicht eine? Nein. Dort? Nein, verdammt. Ja? Okay. Oh, hier. Der Vorrat. Da. Auf dem Wäschewagen. Natürlich. Die hat schon hier aufgeräumt, die gute Putzfrau. Ach so. Ach, das ist dein Job. Und warum ist denn mein Platz noch nicht aufgeräumt, Oma? Da gibt sich wohl jemand keine Mühe. Ich weiß ja, von uns beiden eine Gehaltserhöhung bekommen wird. Und ich kann dir so viel verraten, dass du es nicht sein wirst. Okay, jetzt haben wir hier, können wir eigentlich schon das Licht anmachen? Nein, wir haben immer noch nicht genug Batterien. Wir haben die ganzen Taschen voll. Es klimpert schon, wenn wir hier durch die Gänge schleichen. Ich kann mich noch gar nicht mal verstecken. Die hört das. Okay, wir haben aber auch einige Räume noch nicht durchsucht. Hier vielleicht? Ja, Sef? Die Suche war auf jeden Fall von Erfolg gekrönt. Was ist denn das? Hier ist doch dann aber auch immer nichts. Ich sehe zumindest nichts.
Oder doch, oder doch! Oma, nein, nein, nein! Notausgang! Würde ich jetzt gerne benutzen, aber... Ja, scheiße. Würdest du bitte... da ist noch genug zum Aufräumen. Dankeschön. Können wir... Nein! Mein Passwort! Ach, hör doch auf jetzt! Mach dich doch nicht lächerlich! Du sollst da runtergehen! Geh da runter! Geh da runter! Die Mechanik ist echt bombenmäßig. Warum spielt diese komische Melodie immer noch? Können wir das ausschalten, bitte? Ist das die fährt hier immer noch rum. Ich glaub's nicht. Was ist das? Ach, Mann. Zieh doch einfach den Stecker raus. Okay, jetzt hänge ich hier fest. Ah, danke schön. Sehr gut. Halli, hallo, hallo. Was? Das ist gruselig. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht mehr. Nein. Nein, jetzt habe ich Angst. Riesengroße Angst. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zum Batteriesimulator 2013. Problem? Willst du mich ein bisschen auf den Arm nehmen? Okay, Leute. Wir haben ein Easter Egg gefunden, aber die Oma kommt bedrohlich näher. Ich möchte das nicht. Kekse! Frische Kekse! Bleib mir vom Leib mit deinem Scheiß. Deinen komischen Salzkeksen, Alter. Danke, du hast verstanden. Ich sollte öfters mal ein ernstes Wörtchen reden. Das klappt. Alter, wie der hier rausleidet immer. Das ist der Hammer. Ich habe übrigens immer noch nicht mehr Batterien gefunden. Es ist eine wahre Lust, Leute. Nee. Nee. Sagt mal, also ganz ehrlich, wer entsorgt denn das hier auf so unfachgerechte Art und Weise? Können wir das jetzt bitte nehmen? Dankeschön. Habe ich eventuell jetzt genug Batterien? Oder ist sie auch used? Ist ja auch schon alle. Jetzt steck sie ein. New! Jetzt! Können wir jetzt eventuell? Oma, zeig dich! Ich will dich anleuchten. Ja, jetzt haben wir schön Spaß, ne? Jetzt kriegst du die Quittung für deine Salzkekse. Oh ja. Oh ja. Und ich krieg meine schöne Gehaltserhöhung, weil ich dir auf die Schliche gekommen bin. Ömelein! Bist du... Ah! Oh, Alter! Fuck you! Können wir die anlocken? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Da dampfst du, ne? Da dampfst du. Das gefällt dir nicht, ne? Das gefällt dir überhaupt nicht. Mach ein bisschen hin, bevor die Batterien alle werden. Sag mal, macht das was? Das macht nichts, oder? Fuck! Wo soll ich denn hin? Was müssen wir denn mit dir machen? Okay, ich muss die weiterhin anleuchten. Ja, aber... Okay, ich mein... Heiliger Scheiß, Alter, krieg ich gleich Gänsehaut, ey. Was ist denn los? Die fährt hier immer noch rum. Die ist nicht tot. Was soll ich denn jetzt machen? Die ist jetzt nicht wieder da. Oder doch? Warum bist du da? Was nützt denn der Scheiß hier? Hä? Kannst du mir das mal verraten? Was soll das denn? Oh Gott, nein, nein! Ja, wollen wir das... Nein, die Batterie machen schlapp. Können wir das vielleicht noch mal... Töte sie, Seth! Was ist los? Was machst du? Repeat for infinite fun. Okay, alles klar. Robert, hast du vielleicht noch hier irgendwas dazu? Oh, ein Schlüssel. Jetzt klaue ich dir dein Fahrrad, mein Freund. Ach, Emergency Key. Ach, jetzt können wir raus. Wenn du mal bitte die Tür aufmachst. Hier eventuell? Use the Emergency Key. Ja, mach mal bitte auf. Oh, und wir betreten eine neue Welt. Dort ist der Ausgang. Linda, ich komme! Oder auch nicht. Oder auch nicht. Fuck! Was? Nein, nein! Ich habe keine Batterien hier mehr. Ah, oh, verdammt. Das macht gleich schlapp. Scheiße, das macht gleich schlapp. Fuck. Oh, das ist nicht dein Ernst.
Das ist nicht dein Ernst. Nein, 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 nein. Nein, bleib da, Oma, bleib da. Nein, nein, nein. Was zum Fick ist passiert? Die hatte mich fast Was? Ich... Ah! Was ist denn los? Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt rufen die wieder an, mein Gott. Also, ich sollte mir ehrlich mal einen Anrufbeantworter zulegen. Ich habe kein fucking Licht mehr. Robert, wir müssen mal ein ernsthaftes Wörtchen mit mir reden. Es geht um deine Oma. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da gibt doch eine Notiz. Eine Notiz. Robert, redet mit mir. She won't let you leave. Ach ja? Und was ist, wenn sie mich mal am Arsch lecken kann? ja, ich hab's gelesen. Können wir... Moment. Da, ich konnte gerade hier irgendwas aufnehmen. Die Kerze? War das die Kerze? Tatsächlich. A candle. Okay, ja, die hast noch nie eine Kerze gesehen, ne? Steck die bitte ein. Can be useful when battery runs out. Das Spiel denkt, ich bin total bescheuert. Aber ich brauche einen Feueranzünder. Ja? Picked up candle, throwable when lit. Ah, ich muss die werfen. Okay. Auf die Oma, oder was? Och, das hat die aber nicht gerne. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich glaube, das findet die nicht so nice. Hallo? Oh, Alter, ich denke immer, die steht hier um die Ecke. Das finde ich ein bisschen gruselig. Jetzt ist ja... Ich habe kein Wort verstanden. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Oder ruf morgen früh an. Dieser komischen Raucherstimme hier. Haben wir hier irgendwo ein Feuerzeug oder was? Was ist hier los? Ach hier steht das Feuerzeug. Boah, ey, das soll man mal sehen. Ja, natürlich kriegt das keinen gelben Rand, ne? Warum auch? Ja, eine bekannte Whisky-Firma. Okay, Schleichwerbung ist auch an dieser Stelle vergönnt. Wie können wir jetzt die Kerze anzünden? Können wir... Oh, ja, mit der Prothesenhand, ich verstehe. Das hast du dir alles schon schön zurechtgelegt, ja? So, jetzt können wir die werfen mit der linken Maustaste. Wo sollen wir denn die hinwerfen? Oma, ich muss dich anzünden. Tut mir leid. Ich weiß, das sollte eigentlich erst nach der ärztlichen Untersuchung und Feststellung des Todes erfolgen. Aber wo denn hin? Throw the candle! Ja, wo denn? Ich... Ah! Oh, da! Ich seh dich nicht, Alter! Mach dir mal hier so ein paar... Oh! Need to put this fire out! Was? Ich muss das Feuer aus... Warum soll ich das Feuer ausmachen? Ich hab das da gerade hingeschmissen. Ist der geistig nicht auf der Höhe, oder was? Moment, wir haben hier irgendwo... Irgendwo haben wir hier einen Feuerlöscher gehabt. Ich bin... Da! Hier! Hier haben wir irgendwo einen Feuerlöscher gehabt, oder? Da! Gib den mir! Dankeschön. Ja, jetzt nimm den. Oh, das ist so ein nerviger Typ, ey. Das geht gar nicht. Oh, okay. Und dann komme ich hier endlich raus, oder? Nee, da müssen wir noch irgendeine Scheiße machen. Irgendwas müssen wir noch suchen. Vielleicht eine Batterie zum Abschluss. Ich gehe in die falsche Richtung. Ja. Also ich... Ihr seht es, ich gebe mir größte Mühe. I need to put this fire out. Ich habe das schon verstanden. Was denkst du eigentlich, was ich hier gerade versuche? Das macht Spaß. Oh, es wird weniger. Es wird tatsächlich weniger. Oder täuscht das? Ja? Noch 10 Minuten ungefähr, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Danke. Okay. Und just in dem Moment geht der Feuerlöscher aus und ich hänge wieder fest. Doch nicht. So, kann ich jetzt bitte raus? Robert hat wieder geschrieben. Okay. I'm opening the door. Be safe, my friend. Ich war gerade an der verdammten Tür. Haben wir uns jetzt verpasst, oder was? Danke, Robert. A last words. Willst du... Wer hat den Strom wieder... Das macht keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Ich muss jetzt erst den Zettel aufheben, damit er mir die Tür aufmacht, oder? Nee. Also vorher lasse ich dich nicht raus. Ich habe dir so viel Mühe bei meiner Rechtschreibung gegeben. Ja, hat man leider nicht gesehen. Kann ich jetzt dieses Etablissement verlassen? Ich möchte ins Bett gehen. Oh, danke schön. Danke, zu gütig. So,
Jetzt will ich aber auch die fette Gehaltserhöhung auf meinen Tresen geflattert bekommen, oder? Ja? Ich... Hi, was machst du? Du solltest diese Räumlichkeit verlassen. Ich weiß noch nicht mal, wie du heißt. Ich kann mich leider nicht mit dir identifizieren. Ja, das ist eine sehr schöne Blume. Können wir... Oh. Die Welt draußen scheint auf merkwürdige Weise so verschwommen zu sein. You survived the night and escaped the threat of the Black Widow. However, you found some clues. But one question remains. Two of the clues. Will you be back tomorrow? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, direkt in der frühen Frühschicht zu übernehmen, um an meinem Bericht weiterzuschreiben. Hauptsache, es gibt Kaffee, Freunde. Das mit den Batterien war dezent nervig, die Mechanik war dezent nervig, aber es ist egal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es ist immer noch ein Klassiker des Indie-Horror-Games und ich dachte, das muss ich mir doch nochmal reinziehen, das Baby. Die Vollversion ist ja, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, für Vorschläge bin ich immer offen, also schreibt sie mir gerne unten rein in den Kommentare. Ich gebe allerdings keine Garantie, dass das auch was wird. Ich gucke mir das dann immer an. Und wenn es mich mal überkommt, dann ja, werde ich das entsprechend spielen. Also wie gesagt, ich hoffe, das Game hat euch gemundet und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, ciao!